Hi, Lieben, ich hoffe, ihr stört euch nicht am Hintergrund. Ich sitze gerade mitten in meinem Zimmer. Es ist schon ziemlich dunkel für die Uhrzeit. Und ich habe jetzt für euch einen kleinen Quick-Tipp. Ja, wie ihr seht, bin ich ungeschminkt. Das hat seinen Grund. Und zwar geht es um Hautpflege, weil ich nämlich im Winter immer das extreme Problem habe, dass ich halt so richtig, richtig raue Stellen im Gesicht kriege. Also, das ist. Gerade ist es nicht so, das ist der Grund für meinen Tipp. Ich habe normalerweise immer halt an der Stirn hier ungefähr und auch hier in dem Bereich richtig krasse, ja, es schuppt sich so richtig. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen eklig, es sind dann hier so richtige Stellen, die dann komplett rau sind und schuppen und Ja, und ich habe jetzt diesen Winter eigentlich das Optimale gefunden, um dagegen so vorzubeugen, fast sogar. Und zwar erstmal trinke ich jetzt ganz, ganz viel. Falls ihr das nicht wisst, wenn man viel trinkt, ist die Haut, nicht so trocken. Also viel Wasser natürlich, Cola bringt jetzt wahrscheinlich nicht so viel. Und ja, das hat mir auf jeden Fall schon mal geholfen. Und das Eigentliche, was ich euch jetzt halt zeigen wollte, ist ja das hier. Das habt ihr bestimmt bei anderen YouTubern schon mal gesehen, das ist Kaufmanns Kindercreme. So sieht die aus. Das ist halt so eine richtige Fettcreme. Also falls irgendjemand von euch fettige Haut hat, ist das gar nichts für euch. Aber wenn ihr so richtig trockene Haut habt oder so wie ich Mischhaut, dass ihr halt nur an manchen Stellen trockene Haut habt, ist das eigentlich perfekt. Ich nehme das abends, richtig fett, nicht sparen und klatsche mir das dann einfach hier irgendwie auf die Stellen so drauf. Wunderbar, wo auch immer das dann ist. Dann sieht das wunderschön aus, keine Ahnung. Und so bleibt das dann die ganze Nacht. Und am nächsten Morgen sieht man wirklich schon den Unterschied. Also man fühlt es dann auf jeden Fall schon. Das ist richtig, richtig krass. Wenn ich irgendwo trockene Stellen habe, ich mir das abends drauf und zack, fertig. Nach 3 Anwendungen ungefähr sind die weg. Das ist halt so richtig fettig, diese Creme. Also wer das nicht mag, der sollte da die Finger von lassen. Aber ach, die riecht gut. Und ich finde das eigentlich ganz angenehm, vor allen Dingen, wenn es hilft. Also mich stört das jetzt auch eigentlich nicht beim Schlafen. Ja, und das war mein schneller Tipp. Kaufmanns Kindercreme. Kostet nicht viel. Ich glaube, das hier kostet 2,50 € oder ungefähr. Ich weiß es nicht. So um den Dreh. Da sind 30 Milliliter drin und die geht bei mir in einem Jahr nicht leer. Also es dauert ewig, bis ihr die leer kriegt. Ja, das war mein Quick-Tipp. Ja, ich hoffe, das hat euch was gebracht. Mal schnell so zwischendurch. Ich hoffe außerdem, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Seid gut reingerutscht. Und ich wünsche euch allen ein wunderschönes Jahr 2014. Tschüss!